Jetzt könnte Leben in die Bude kommen. Die ersten katholischen Pfarrer bekennen sich auch zum Schwulsein. Ihre Aktion hieß Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Aber wäre eine Kirche ohne Angst überhaupt noch die katholische Kirche? Es wäre endlich die katholische Kirche. Wenn man sich die Anzahl der schwulen Priester wegdenkt aus der katholischen Kirche, ich glaube, dann könnten wir dicht machen. Oh, happy gay, oh, happy gay, oh, happy gay, oh, happy gay. Catholic priest, gay Catholic priest, oh, happy gay. Ich finde, wir brauchen ganz neue Töne. Mögen die Schwulen diese Kirche fluten, ob als Priester oder Kardinal. Und um den Vatikan zu reformieren, wäre eine Transpäpstin ideal. Das hat richtig was fürs Herz. Wer darf denn jetzt heiraten? Mir ist das auf einigen Ebenen, ist es glaube ich ganz verständlich, männlich, weiblich. Gerne. Bei den Katholiken ist die Ehe ein Sakrament. Das funktioniert nur zwischen männlich und weiblich. Aber eine non-binäre Person und eine weibliche. Das ist ja keine gleichgeschlechtliche Ehe. Boah, das ist echt herausfordernd. So, also, wir machen hier mal ein Fragezeichen. Hier dann auch, nehme ich mal würde an. Ich auch Fragezeichen, genau. Ja. Und dann wäre jetzt noch die Sonderfrage, was wäre denn jetzt, wenn wir eine männliche Person hätten, die ein Cis-Mann ist und einen Mann, der ein Trans-Mann ist. Wäre das dann wieder möglich? Puh, das überfordert mich. Aber zwei Fragen hätten wir noch. Wofür sind Sie im Freundeskreis öfters schief angeguckt worden? Fürs Schwulsein oder fürs Katholischsein? Dann mittlerweile eher fürs Katholischsein und vor allen Dingen fürs Arbeiten in der katholischen Kirche. Könnten Sie sich unter diesen Umständen vorstellen, in absehbarer Zeit noch einen zweiten Homosexuellen einzustellen? Aber wir haben eine ganze Reihe davon. Also wir sind da relativ offen. Wann glauben Sie, wird es die erste Päpstin vielleicht geben? 23, 24, 25? Welches Jahrhundert meinen Sie denn? Die Basis der katholischen Kirche ist in Ordnung, ne? Aber was da drüber ist, je spitzer das wird, umso beschissener ist es. Die Katholiken sind meistens mal die Schlimmsten. Die gehen in die Kirche, beten, hintergehen, sind puff. In diesem Sinne, wir sehen uns dann demnächst wahrscheinlich in der Hölle. Jesus ist bi, denn er liebt alle Menschen. Jesus ist bi, denn er liebt alle Menschen. Jesus ist bi, denn er liebt alle. So, und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Hm? Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute. Hm?